Hallo meine Lieben, heute sprechen wir über das keltische Baumhoroskop Die Kiefer. Diese steht unter dem Begriff das wählerische Wesen. Man sagt, die Kiefer verfügt über Weisheit, Lebenskraft und Unsterblichkeit. Sie gilt für die Geburtsdaten vom 19. bis 29. Februar und 24. August bis 2. September. Die Kiefer steht fest verwurzelt auf ihrem Platz. Das trifft auch für die Kiefergeborenen zu. Sie haben die Eigenschaft der Sachlichkeit in Perfektion. Ihr Dasein und ihre Zukunft haben ein sicheres Fundament. Man sagt ihnen ein zugeordnetes Talent nach und damit ist es für den Kiefermenschen absolut kein Problem, stressige Zeiten und Situationen zu meistern. Ihr fundamentales Wesen und ihr Intellekt sind ihnen im Leben sehr behilflich. Sie leben nach dem Motto, hilf dir selbst. Und so handeln sie auch. Kiefermenschen sind Morgenmenschen, also Frühaufsteher, um den Sonnenaufgang zu erleben. Trotz einer gewissen Schwäche sind sie dennoch sehr widerstandsfähig und können so ein angenehmes Leben führen. Andere Menschen können von ihnen lernen, zum Beispiel, dass ein Lachen ebenso befreit wie die Gewissheit, dass ein sachlicher Plan funktioniert. Sämtliche Tätigkeiten müssen Kiefergeborene, die mit Kontrollverlust verbunden sind, im Umfeld oder mit dem Partner, das muss trainiert werden. Der Kiefermensch unterliegt leicht der Gefahr, ein graues, farbloses und tristes Leben zu führen, wenn er sich auf kontrollierte, wohlüberlegte Handlungen konzentriert. Doch im Allgemeinen ist der Kiefermensch eine Unbeschwertheit, mit der er fröhlich durchs Leben geht. Kiefergeborene sind schnell entflammt in der Liebe. Allerdings erlöscht dieses auch sehr schnell wieder. Dann denkt er über vieles nach und er muss das Gefühl für Sicherheit entwickeln, bevor er sich seinem Partner öffnet. Erst wenn das vorhanden ist, ergibt sich die Möglichkeit, sich fallen zu lassen, um emotional anstelle sachlich eine Beziehung einzugehen. Dann gehören sie zu den sehr treuen Partnern. Zur Gesundheit. Da sind sie anfällig mit ihren Innereien wie Darm, Leber, Galle und Herz und mit dem Stoffwechsel sowie Augen und Ohren. So ist das Wesen des Kiefermenschen. Und als nächstes geht es weiter mit der Weide. Herzlichst, eure Deria.